Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Und hallo! Wie geht's euch Abonnenten? Ich hoffe alle gut, bei mir so. Geht es so? Prüfungsstress und so? Und ja, gerade eben habe ich versucht, dieses eine Mission da zu spielen. Spezialeinheit Ausweichen heißt das. Also da, wo man auf diesem Schneedingsbums ist. Ich wollte heute nur mal eine kleine Ansage machen und dachte, ja, machen wir mal ein kleines Schusstraining. Und zwar, ich habe ja einen YouTuber in meiner Abo-Box. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Könnt ihr eigentlich gar nicht übersehen. Der heißt Mr. Freako. Ich glaube, er heißt Nico. Ich habe nicht mal mit ihm telefoniert. Ist das richtig? Du heißt doch Nico, oder? Weil ich mit schon so vielen Abonnenten geredet habe, da kann ich mir nicht alle Namen merken. Ja. Auf jeden Fall Nico, oder Mr. Freako. Diesem, Mr. Freako, Nico, oh, da kommt ja, glaube ich, der ist sogar das Slang her. Egal, wir machen jetzt auf jeden Fall mal so ein Schusstraining und gucken mal, wie lange ich dafür brauche. Naja, mal gucken, ob ich das Zeug habe für so einen Soldat. Und da haben wir natürlich schon das erste Thema, mein kleines Thema, sind Soldaten. Habt ihr schon mal diese Werbespots gesehen von der Bundeswehr? Ah, es ist toll, ein Soldat zu sein. Toll. Ja, die Bundeswehr täuscht. Ne, wenn man diese ganzen, wenn man diesen ganzen Spots anguckt von der Bundeswehr, da kommen junge Männer natürlich sofort drauf, hey, Soldat zu sein ist doch voll geil. Das ist cool. Hä? Ne, aber es ist nicht cool. Krieg ist was Schlimmes, ne? Jeder Soldat, der zur Bundeswehr geht, der muss auch natürlich in diese Krisenregion, kann sein Pakistan, kann sein Irak, kann sein Afghanistan, und da muss man einfach damit rechnen, auch wenn du einen 10 Tonnen schweren Leopard-Panzer hast, dass du da drin nicht sicher bist, weil ein Panzer kannst du leicht mit einer Bazooka abballern. Bombenanschläge, Terroranschläge von der Taliban, Al-Qaida. Ja, das ist kein Spaß. Soldat zu sein bedeutet auch, sein Leben dafür zu opfern. Und das sollte jedem klar sein. So. Und jetzt machen wir das mal aus der Sicht eines Terroristen. Bitte nicht nachmachen. Warning, ihr seht schon. Das ist jetzt heftig. Ja, der Terrorist, der zögert nicht lange. Der läuft erstmal nach vorne. So. Jetzt läuft er nach vorne. Was? Sie verwählt? Ich wollte jetzt eigentlich die Sicht des Terroristen machen. Ach. Ja. So. Ja. Der Terrorist, der lässt sich wirklich, ja, was soll man sagen? Er ist nicht zimperlich, würde ich mal sagen. Es ist immer irgendwie komisch, wisst ihr? Diese Terroristen, warum tun die das? Warum sprengen die irgendwelche Leute in den Tod? Das habe ich mich jetzt wirklich schon öfters gefragt, warum tun die das? Und, ich habe wirklich viele Dokumentationen angeguckt, wo auch diese Terroristen angeblich gesprochen haben und so. Und es liegt wirklich, ja, es ist eine Art Hass. Eine Art Hass, und da kommt natürlich noch der religiöse Glaube dazu. Dieser wirklich extreme Glaube an Allah. Also wirklich extrem. Die nehmen alles wörtlich. Und wenn du da einmal nicht an den Islam glaubst, dann knallen die dich ab. Und Muslime sind ja keine bösen Menschen. Muslime werden ja immer bös dargestellt, weil sie halt, weil es halt eben auch, ja, Arschlöcher gibt. Aber das sind so wenige Leute. Die Taliban ist so eine kleine Vereinigung. Aber sie verursachen so einen großen Schaden. Und hey, Muslime sind keine schlechten Menschen. Das sind super Leute, liebe Leute. Ich würde sogar so weit gehen, dass Christen radikaler sind als Muslime. Hört sich jetzt natürlich krass an, ist aber so.
Haut auf jeden Fall rein, das war mein kleines Schusstraining hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und haut auf jeden Fall rein. Nächstes Video vielleicht ein, vielleicht zwei Tage. Kann es euch nicht versprechen. Kommt auf jeden Fall irgendwann wieder was. Haut rein auf jeden Fall. Ciao. Scheiß Theoristen.